Ein Ort, an dem sich keiner gerne aufhält. Die Justizvollzugsanstalt in Frankfurt. Hier arbeitet einer der katholischen Gefängnisseelsorger des Bistums Limburg. Mein Name ist Raimund Truppert, ich bin Pastoralreferent im Bistum Limburg seit 32 Jahren ungefähr. Ich war 24 Jahre in Gemeinden, danach kurz in der Fachhochschulseelsorge und bin jetzt seit 4 Jahren in der Gefängnisseelsorge. Über ein Praktikum kam er zu der Gefängnisseelsorge. Seelsorger ist er für Gefangene und Bedienstete. Hallo. Ja? Ich suche Schwarz. Okay. Ja, ist da. Gut, okay. Danke. Für Gesprächstermine holt er die Gefangenen aus ihrer Zelle persönlich ab. Im Gefängnis unterliegt alles strikten Regeln. Auch die Kontaktaufnahme zum Seelsorger. Also die Gefangenen schreiben Anliegen, die kommen zu mir übers Postfach. Ich schaue mir die an und dann sind einfach die unterschiedlichsten Anliegen genannt. Von ob der Pfarrer Tabak hat oder Kaffee verteilen kann, über eine Bibel, die sie gerne hätte in ihrer Landessprache, bis hin zum Gesprächswunsch. Und wenn da ein Gesprächswunsch ist, um mit dem Pfarrer über die Situation, über die Tat, wie auch immer zu sprechen, dann kann ich den Gefangenen in mein Büro holen und dann sitzen wir da zu zweit. Und das ist das Schöne an der Seelsorge, oder an der Situation des Seelsorgers hier im Gefängnis, das ist der absolut geschützte Raum. Für Ruppert zeichnet sich ein gefangener Mensch durch mehr als nur seine Taten aus. Darum hilft er gerne. Auch bei Glaubensfragen steht er den Häftlingen zur Seite. Doch arbeitet er gerne hier? Hat er jemals mit dem Gedanken gespielt, das Gefängnis zu verlassen? Jeden Abend freue ich mich, dass ich hier rausgehen kann. Also in dem Sinne, dass ich diese Arbeit nicht mehr machen will, nicht. Ich bin jetzt insgesamt 4 Jahre in der Gefängnisseelsorge und ich bin sehr froh und nach wie vor dankbar, dass das möglich war, dass ich hier arbeiten kann. Und in dem Sinne nicht. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, ein ganz wichtiger Dienst. Ich glaube, da finde ich mich eigentlich sehr nah am Evangelium so irgendwo. Dabei gibt es durchaus auch bedrückende Momente für ihn. Ich habe nie so viele Männer weinen sehen wie hier im Knast. Gerade die erste Zeit in der Haft. Es gibt welche, die sind hafterfahren, die wissen dann schon, an wen sie alles schreiben müssen, um möglichst schnell das und das und das zu kriegen. Und für andere, die das nicht erwartet haben, die unerwartet aus ihrem normalen Alltag gerissen wurden, sitzen dann hier, wachen auf und sitzen hier allein in ihrem Haftraum. Und es passiert nichts. Und sie können nichts machen. Man kann nichts machen. Alle 14 Tage unterbricht der katholische Gottesdienst den Alltag der Gefangenen. Wir befinden uns hier im Andachtsraum der JVA Frankfurt 1. Ein multireligiös genutzter Raum. Natürlich evangelisch-katholisch feiern Gottesdienst hier. Und freitags ist das Freitagsgebet für die Muslime. Für die Gottesdienste gründete Ruppert mit seiner Frau 2 Chorgruppen aus Häftlingen. Er ist überzeugt, dass die Gefangenen aus der Gemeinschaft mit Gott Kraft schöpfen. Das ist einfach toll zu sehen, wie viel Freude die Männer einfach dran haben, eine Stunde, anderthalb zu singen. Das nimmt sie anderthalb Stunden völlig raus und die gehen zum Teil singend den Gang entlang noch zurück auf ihre Hafträume. Finde ich eine tolle Sache. Seelsorge hinter Mauern. Ein besonderer Job mit besonderen Ansprüchen. Hoffnungsspendend und wegweisend. Auf jeden Fall aber ein Dienst an und für den Menschen.